Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Zuletzt haben wir ja dieses Obdachlosen-Kapitel abgeschlossen. Jetzt kommt das Kapitel Die erste Nacht. Ja, scheint wieder in der Vergangenheit zu spielen, als sie noch ein kleines Kind war. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis Sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Oh, ey, was ein Arsch. Der kann es nicht abwarten, sie los zu sein. Als ob es für das Kind leichter wäre, weißt du? Sei stark. Ach, jetzt weint du sie auch bist noch. So stark. Oh Mann, ey. Zack. Julie, Und ich da weiß, bleibt es sie ist jetzt. hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Eieiei. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay. Okay? Okay. Gute Nacht, Jodie. Oh Mann, ey, als kleines Kind einfach so abgeschoben. Okay. Wo ziehe ich mich um? Weißt du, als ob es für das Mädchen einfach wäre, was mit ihr passiert. Dieser Drecksvater von ihr denkt einfach nur an sich. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Ja, das wäre pervers. Auf so vielen Ebenen. Und krank. Auf den gleichen Ebenen. So. Ja gut, dann legen wir uns direkt schlafen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Oder können wir noch irgendwas anderes machen? Ne, ich glaube nicht. Barney Knuffel, wo ist mein Häschen? Oh. Okay. Müssen wir ihr Häschen suchen? Okay. Machen wir das mal. Eieieiei. Das sind echt so krasse Geschichten, die hier erzählt werden. Da fühlt man direkt mit, Leute. Also, ich fühle die ganze Zeit mit. Da ist Jetzt es ja. Jetzt aber ins Bett, Jodie. What the fuck? Geh weg. Ich hoffe, die. Ach komm, jetzt erzähl mir nicht, das ist ein. Wie nennt man diese Dinger nochmal? Also diese. Diese Spiegel, wo man. Also diese magischen Spiegel, sage ich jetzt mal. Wo ich von dieser Seite aus nur einen Spiegel sehe. Aber von der anderen Seite aus können mich die Leute durch diese Glasscheibe beobachten. Geile, toll. Ja, kann ich mich jetzt reinlegen? Hallo? Okay. Na dann. Gut. So. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jodie. Warte. Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Okay.
Okay. Nacht. Schön. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Okay. Einfach mal umdrehen. Gut. Und wieder X drücken. Genau wie bei ihr zu Hause. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Okay. Okay. Wow. Krass. Das ist die Geschichte? Einfach nur ein Elefant? Wieso flackert das Licht hier? Ah, der Kerl ist eingepennt, super. Hier flackert alles. Was zum Teufel ist hier los? Wow! Alter! Ey, du Penner, aufwachen! Wir kippen mal seinen Stuhl um. So, das sollte reichen. Oh Mann! Oh Scheiße! Ja, guck dir mal an, was auf dem Bildschirm los ist. Ich bin. Alter, lass sie in Ruhe! Was wollen diese Viecher überhaupt von ihr? Meine Fresse. Ey, lässt du sie wohl in Ruhe? Ich fass es ja nicht. Ich frag mich echt, was diese Viecher ausgerechnet von ihr wollen. Ey, das gibt's ja gar nicht. Wie die einfach nicht aufgeben wollen. Weg jetzt. Alter. Ey. Unfassbar. Jody! Hol den Doktor! Sofort! Scheiße, ey. Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Okay. Ach, das war also das erste Mal, als Aiden sie vor den Monstern beschützt hat. Alter, ey. Ich fass es nicht. Die erste Nacht. Okay. Dawkins und Eltern nicht ausspioniert? Hä? Wie ist denn das gemeint? Existenzen besiegt, Cole aufgeweckt. Dawkins und Eltern nicht ausspioniert? Wie meinen die das? Hätte ich denen noch hinterhergehen können? Als Aiden? Oder wie sehe ich das? Scheinbar. Naja, gut. Wie andere Mädchen. Nach der Party und vor dem Kondensator. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jody. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Autsch. Gute Nacht. Ah! Ja. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Ey, ohne Scheiß. Ich glaube, sie hat in jeder Szene eine andere
Frisur. Jetzt ist es schon so Gothic Lolita Stil. Ein bisschen. Cole? Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein! Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern! Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Überzeugen? Bitte. Komm schon, Cole. Bitte. Mach die Hunde-Augen. Bitte lass mich raus, nur einmal. Wieso musst du den Nathan alles verraten? Es tut mir leid, Prinzessin. Aber ich kann nicht. Ich kann da nichts machen. Mist. Die Arme. Zuerst wird sie ausgegrenzt, jetzt scheint sie nach draußen zu wollen. Hat zumindest das Selbstvertrauen, sich wieder zu öffnen. Ja, und dann geht's nicht. Einmal ins Kissen schreien. Einmal den Frust rauslassen. Okay. Eieiei. Nein, ich wollte jetzt nicht nochmal umdrehen. Ich wollte ein bisschen gucken, was wir hier machen können. Die fuchtelt die ganze Zeit mit den Armen rum. Ach Moment, können wir was mit Aiden machen? Ich suche gerade nach einem Bonus, weil ich glaube, ich habe im letzten Kapitel auch wieder einen verpasst. Mist. Ja, wir können hier zumindest rüber. Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht. Basta. Hey, Jody. Du sollst Aiden doch nicht benutzen, wenn du wütend bist. Das nützt dir rein gar nichts. War's das jetzt? Alter. Bist du stolz auf dich? Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Okay. Was war das denn jetzt? Ah, er hat einen Anruf. Ja. What the fuck? Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Okay. Okay. Klar, dann also bis morgen. Okay. Jetzt können wir ihn also übernehmen, oder was? Boah, krass. Ja? Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich muss heute mal hier raus. Okay. Ja,
ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hoffentlich wird das unser Verhältnis zu Cole nicht irgendwie verschlechtern. Will ich mal sehr hoffen. Wirklich, ey. Ne? Okay. Abgeschlossen. Ach, ja klar. Ah. Ist ja blöd. Gib mal her. Ach, Quatsch. Da ist doch das Kartenlesegerät. Nein, geh doch. Och, Mann, oh. Manchmal ist die Steuerung echt blöd hier. So. Eieieiei. Hoffentlich klappt's. Ja, zu sehen ist zumindest niemand. Oh, hallo Cole, Jody. Oh. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Sterne? Cole will nur, also wir wollten nur raus, die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist. Wenn du rausgehst, mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und... Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Okay. Huh. Geht weiter. Dank. Ich habe es zwar nicht gesehen. Danke. Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Reden? Geht das? Okay. Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Eieiei. Ciao. Puh. Jetzt geht's schon. Okay. Sie stand gerade so völlig versteinert. Oh, ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Kann ich auch nicht glauben. Tja. Der Kerl war leicht zu überzeugen. Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Tja. Yo. Keine Sau ist mehr hier außer Cole. Kameras überall. Und also der. Ich verschwinde schnellstens von hier. Ja. Und der Pförtner scheint wohl keinen Wagen zu haben, oder wie sehe ich das? Oder wohnt der hier? Ah, okay. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Aha. Ach, sollen wir. Okay. Na dann. Also fahren wir jetzt mit Aiden Auto oder was? Okay. Weiß Aiden, wie man Auto fährt, oder ist er in der Lage, das Gedächtnis quasi zu kapern? Kann ich nicht auf den Beifahrersitz einsteigen? Geht das? Ach, wir können auch in den Kofferraum einsteigen. Ja, wäre vielleicht ein bisschen cleverer. Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Ja. Okay, go. Los geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Hoffentlich klappt's. Ja. Habe ich mir gedacht, dass es nochmal so einen Kerl gibt. Einen zweiten Pförtner. Sehr gut. Geil! Wir haben es geschafft, wir sind draußen. Okay. Und jetzt?
Na, wahrscheinlich müssen wir Jody wieder rausholen. Nein! Och Mann, ey. Manchmal ist die Steuerung wirklich so hakelig. Nice. Okay. Das heißt mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Oh Mann, ey. Das muss okay, so scheiße also sein. Wenn man in dem Körper ist. Du, dass ihm nichts passiert, ja? Wenn man in seinem eigenen Körper steckt, aber man kann ihn nicht mehr kontrollieren. Das finde ich jetzt schon leicht kacke. Ja. Wo in den Wald? Da oder was? Okay. So ungefähr stelle ich mir das auch bei The Last of Us vor. Bei den ganzen Infizierten. Tja, wie ist die Bar? Dass sie zwar alles die mitbekommen, was ihr Körper macht, aber sie können das noch nicht kontrollieren. Deswegen. Es ist leicht kacke. Es muss ein richtig mieses Gefühl sein. Will ich auch auf gar keinen Fall erleben, sowas. Und angeblich hat man so etwas auch ab und zu, wenn man Drogen nimmt. Okay. In so einer Bar wollten jugendliche auch Mädchen feiern? Am Arsch. Wer war? Moment. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier hinten noch irgendein Bonus ist. In der Männertoilette. So, perfekt. Nee, also diese Bar ist mir überhaupt nicht geheuer. Kann ich wieder gehen? Bitte? Weil das sieht überhaupt nicht nach einer Bar aus, in der junge Mädchen feiern. Die ist auch voll abgelegen. Habt ihr das gesehen draußen? Von lauter Wald umgeben und so weiter? Was ist denn los? Hallo? Hallo? Leute, das Spiel hat sich aufgehängt. Das ist... Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Das passiert mir zugegebenermaßen auf der PlayStation 4 sehr, sehr selten, dass sich mal ein Spiel aufhängt. Wirklich sehr, sehr selten. Aber nerven tut es einen trotzdem, sobald es passiert. Okay. Aber Gott sei Dank war der letzte Speicherpunkt nicht allzu weit entfernt. What the fuck? Okay, diesmal warte ich. Diesmal warte ich. Wahrscheinlich muss das Spiel laden oder sowas. Keine Ahnung. Aber es ist jetzt zweimal an derselben Stelle abgekackt. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht! Also das Spiel hat sich jetzt zweimal aufgehängt, als ich gerade die Bar verlassen wollte. Jedes Mal musste ich den Bonus auch nochmal neu einsammeln. Boah, Leute, ich bin gerade richtig auf 180, ey. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Ich will nur eine Limonade. Wo... Wieso kommt mir dieser Kerl so bekannt vor? Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Okay. Kann ich einfach gehen, bitte? Kann ich jetzt gehen? Geht das? Ja, gehen, bitte. Oh, endlich, ey. Das hat sich zweimal aufgehangen, als ich gerade gehen wollte. Meine Fresse. Okay. Wieso blieb die Kamera jetzt so auf die beiden fokussiert? Du hast nicht auf mich gehört. Weißt du, wie gefährlich das war für Cole und für dich? Verdammt, Jody. Ups. Erinnere dich nur mal an Kirstens Geburtstagsparty. Du weißt doch noch, wie das war mit Aiden, oder? Oder? Ich versuche nur, dich zu beschützen.
Tut mir leid. Ich wollte einfach raus und einmal so sein wie alle anderen. Oh Mann, ey. Wie andere Mädchen. Abgeschlossen. Okay, was haben wir hier? An Eingangswache vorbeigekommen, aus DPA geschlichen oder geflohen. Barbesucher nicht ausspioniert. Hä? Okay. Bar früh verlassen. Und dann gab es noch 2 unentdeckte Wege? What the fuck? Was wäre denn noch möglich gewesen? Egal, wir haben es jetzt so gemacht, wie es ist. Und ich würde auch glatt sagen, von der Zeit her reicht es jetzt auch. Deswegen, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Beyond Two Souls, wo wir sehen werden, welchen Teil von Jodys Leben wir als nächstes spielen werden. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.